So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zum 31. Part von Mario Kart Wii Custom Tracks Worldwide. Ja, letzten Part haben wir den 30. Part geknackt. Shut the fuck up. Richtig cool. Hört sich wenig an, aber wenn ich wirklich so manche Parts, also eine Stunde lang aufnehme, ja, das war früher so, jetzt nehme ich halt ein bisschen weniger auf, weil, Alter, Dead Bullet Dance, was war das denn bitteschön? Der Bullet Dance hat sich ja gerade mal richtig schön im Kreis gedreht. Jo, und ich bin auch mit dabei. Ja, stimmt, der Niklas ist wieder mal wieder dabei. Ja. So. Ja, den Part haben wir auch nichts zu reden, aber es macht einfach so Spaß. Ne? Und hoffe, ihr habt Spaß, es zuzuschauen. Wenn ja, zeigt mir es eine positive Bewertung. Jo, like geil. Halt. Nein. Nein. Vielen Dank für den Typen, der meinen vorletzten CTWW-Part 23 Dislikes gegeben hat. Ich weiß natürlich, wer das ist, aber wie gesagt, ihr habt wirklich davon gar nichts. Ich krieg nur die Klicks. Mir sind nur die Klicks wichtig. Und die Likes interessieren mich gar nicht. Das ist halt einfach so ein kleines Feature, was YouTube dann hinzugefügt hat. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch besser, wenn man nur ein Like-Button da, wenn nur ein Like-Button da sein würde, wie bei Facebook oder so. Aber die sind halt, das ist halt ein kleines Feature, was YouTube eingebaut hat. Und das interessiert mich nicht groß Brot, wenn da jetzt hier 31 Dislikes und nur ein Daumen hoch ist und so. Das interessiert mich nicht. Ich hab ja nur die Klicks davon, die sind mir halt wichtig. Egal. Dislike ruhig weiter, mir ist es vollkommen egal. Aber wer gerne meine Videos schaut, würde ich mich schon über einen Daumen hoch freuen. Ja. Au. Au. War unnötig. Ja, ich bin Dritter! Yes, yes, yes! Oh Gott, ey. Ja, weil du mich doch gerettet hast. Oh, das war super. Habe ich dich eigentlich noch gebeft, Sven, so? Nein. War knapp, oder? Eigentlich nicht mehr. Ah, ich muss halt ein bisschen daran üben noch. Ja. Okay, 74 Punkte plus. So ganz weiter. Ach, das ist auch eine sehr große Lackerstrecke. Ja, das schon, muss ich sagen, ja. Ich finde, man sollte mal ein neues Design draufbauen. Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Jo, naja, bis gleich. Gerade bei den Beta-Strecken, bei den alten Strecken. Jo, bis gleich. was ist das für eine Strecke? Jetzt sind wir auf der Strecke Tree Circuit. Ich glaube, du weißt alle auswendig, oder? Kann das sein? Ja, ich weiß alle auswendig. Okay, ja, man wartet schon sehenswürdig auf das Update. Dings. Ja. Gibt es hier noch diese Trollkanone? Ja, die kann man noch nehmen. Oh mein Gott. wofür ist die eigentlich da? Wofür gibt es überhaupt was? Aus Fun? Oder? Einfach um Leute zu trollen oder so, das ist einfach nur ein Fun. Aber früher war da, glaube ich, auch ein Trick hinter, also man konnte irgendwie da runterfallen und so. Und dann ja, und dann hat die Runde gezählt, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja genau, sowas ist etwa öfters eingebaut, auch bei Punch City und so. Also auch, da gibt's ja zwei Trollkanonen. Punch City 2, da ist ja unten, wenn du auch über die türkise Strecke fährst und dann da runterfällst, irgendwo da ist eine Trollkanone. Ja, und früher konnte man da so abkürzen. Zwei Trollkanonen auf der Strecke, ja. Troll 2? Ah ja, stimmt, ich weiß wo, ja. Aber eine ist irgendwie unnötig. Ich glaube, die eine ist da unnötig, die andere... Anka, war das ITC? Ja, das war meine. Ja, ne. Geil, ne? Na, müsst ihr damit erster bleiben? Ich glaube, es ist auch richtig so, dass man... Definitiv nicht. Nein. Aber nein. Ich komme eh nach vorne auf der Strecke. Jetzt ist auch da so eine Lackerstrecke. Halt. Holla, hio! Guck mal, ich hab eine Blue Shell gezogen. Bin ich jetzt der King? The King of the Blue Shells. The Blue Shell. Ah. Blue Shell incoming! King. Oh, klar, will ich nochmal gerettet. Yes. Nice. Guck mal. Guck mal, wer eins ist. Guck mal, wer eins ist. Ich komm eh wieder nach vorne. Es wird nix. Oh mein Gott, ich habe eine Red Shell und Alter, ich fahre in die andere Red Shell rein. Ich lasse mich extra zurückfallen.
weiß nicht so recht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe jetzt auch nicht das beste Item erwischt. Ich hoffe, dass ich einfach bleiben kann, aber ich glaube noch. Nee, jetzt sieht schlecht aus. Nee. Oder? Nein. Nein! 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 Fuck! Ja! Ich bin noch Vierter, zum Glück, oder? Okay. Bin ich Vierter? Ich bin Vierter. Nein! Ey, Mann, das ist so scheiße gewesen. Ich wäre Dritter geworden. Ja, ich krieg minus 1 auf dem 2. Nein. Nein, bis gleich. Scheiße. Oh, 6 gegen Level Wind. Nein, ich fällt der Karte. Nein! Das Hicks ging da. Es ist Incendia Karten. Oh, stimmt. Ja. Ja, aber die sind aber nicht, wie soll ich sagen? Schwer zu unterscheiden, oder? Die beiden Strecken. Die kann man nicht schwach, nicht schwer zu unterscheiden. Aber die sind fast identisch, sagen wir es mal so. Oder? Da gibt's schon einen wesentlichen Unterschied. Ja, aber beide sind von Mr. Bean erstellt, oder? Ja, ja. Ja, aber der Stern am Anfang zum Beispiel bei Six Kinder Rind, das ist ein sehr großes Merkmal, dass es in Six Kinder Rind ist. Weil der Stern am Anfang. Ja, wow! Und aber man hat irgendwie was kopiert hier und auch wieder so ein Labyrinth und so ein Zeug. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Ja, ich hätte bessere Ideen. Das ist trotzdem eine gute Idee. Ich habe ein neues Custom Track Quaid Video gefunden auf YouTube. Muss mal schauen, ob ich das irgendwie mal machen kann, dass ich auch mal eine Strecke vielleicht mal vollenden kann. Vielleicht muss ich auch mal eine ganz andere Strecke machen. Ich habe schon zwei Strecken fast fertig erstellt, aber jetzt habe ich nochmal ein neues Video gefunden. Da muss man halt ein anderes Google SketchUp runterladen, eine neue Version, und die kann halt einfach nicht irgendwie meine alten Strecken lesen. Scheiße eigentlich, aber was soll man machen? Deswegen werde ich, glaube ich, von Anfang an nochmal richtig coole Strecken machen, eigene Pilze und was weiß ich, alles 3D. Und wird natürlich nicht sein, dass da irgendwie, was weiß ich, so ein Ballon durch die Gegend fliegt und so, oder Goombas erstmal. Es wird erstmal ohne alles sein, aber wie soll ich sagen, ist ja jetzt nicht schlimm, oder? Ich bin an die Kante geknallt. Solange die Action reich ist, auch keine Kanonen und so, solange die Action reich ist, ja, alles gut. Oder gut texturiert ist. Wird also keine Pen-Strecke, sondern eine 3D-Strecke. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich das irgendwann mal machen will, aber wenn man wirklich das versucht hat zu machen, dieses Tutorial zu überfolgen und das aber trotzdem nicht klappt, hat man so viel Zeit verschwendet, ne, für die Strecke und dann noch, keine Ahnung, man hat alles gemacht in dem Video, auf einmal gibt es da drei Parts von dem Tutorial und alle sind fast 45 Minuten lang und dann, echt, ey. Ich freue mich jetzt nur noch riesig auf das neue Update. Ja. Schlechte Strecken oder nicht so gute Strecken rausgenommen werden und ein paar Leute dazukommen. Dass man keine Punkte mehr verliert, wenn man Disconnect bekommt und so. Aber was ist eigentlich mit Wine City GP Pack passiert? Ja, seit Kite, also der eine Creator von dem Pack, halt nicht mehr so oft spielt, gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Spieler in den WW halt. Ja, es ist irgendwie trotzdem nicht bekannt. Ja, ich komm gleich! Ja. Aber es ist auch ein relativ gutes Pack. Ein Rennen mache ich da noch. Ich komm gleich. Einen Moment. In 10 Minuten. Jetzt geht ja nicht. Egal. Neun. Ja, das muss natürlich auch immer passieren, ne? Mütter und Väter, so ein Video, das bringt extra Klicks, glaube ich. Also habe ich so gehört. Ja, ich komm gleich dann. Mein Gott, ein Moment! Ja, nach dem Rennen muss ich kurz einmal aufhören, aber es bedeutet nicht, dass der Partner nicht aufhört. Ja, ja. Nein! Ich bin Erster! Erster! Ja, und das gefällt. Wie findest du eigentlich Triple H? Scheiße. Oder was? Ja, wie lustig ist er. Ja, der sieht nicht aus wie 14, also ganz ehrlich. Der sieht auch aus wie 16. Egal, aber der ist irgendwie so, ich gebe mir die ganze Zeit Controller vor den Mund und ich bin so süchtig, ne? Ja, er sieht's immer so angespannt da. Habe ich das Gefühl. Ja. Also wenn ihr schon mal Bradley im CPW getroffen habt, das ist dieser Typ, könnt ihr mal gerne vorbeischauen auf Twitch.
Er streamt manchmal ein bisschen Counter und so. Scheiße, Mann. Und ja, das war wieder scheiße unfair. So, ich bin mal kurz weg. Ich sag jetzt schon mal tschüss, bis gleich im nächsten Rennen. Ne? Bis gleich. Jo, tschüss. Was für ein Name? Diddy Kong Jungle Falls? Ja, es ist von Diddy Kong Racing. Ich kenne die Strecke, ich habe die einmal beim meinen einen Speedrun Stream gesehen, also da wo du kennst, weißt ja, bei GameStone Quick da, dieser eine, der auch Mario Kart Wii gespielt hat. Wir haben die einmal kurz hier auch Diddy Kong Racing gespielt. Oh mein Gott. Okay. Das war gut eigentlich, nicht? Es war nicht schlecht, was ich versuchen wollte. Also, wie ich mich da hingestellt habe und Alter, Mann. Das ja, ist... ja, nicht schlecht. Oh, ja, genau. Ey, das ist unfair. Das ist richtig unfair. Das ist unfair. Oh mein Goodness. Ja, jetzt leert sich auch der Raum, also nach dem Rennen hören wir dann auf. Mhm. Weil alle wollen das irgendwie, das Weg von Obstart schon. Welchen Grund auch immer. Ja. Ja, was meinst du, ey? Vielleicht nimmt er auf. Ja, vielleicht. Wie hast du das gedodged? Mit der Bank auch noch dazu. Ich hab einen goldenen Pilz. Oh mein Gott. Nein! Ey Mann! Okay. Ey Mann! Das ist richtig bitter. Ja, das ist richtig bitter. Na gut, belassen wir es mal so für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, ein Like wäre nicht schlecht. Und ja, ich gebe die letzten Worte an meinen Gastkommentator. Was willst du noch sagen? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ja, er grüßt seine Schule. Ja, meine Klassenkameraden. Ja, er grüßt seine Klassenkameraden. Okay, bis dann, haut rein, tschüss.